Also gut, ich übernehme den Fall. Dankeschön, dankeschön. Unter einer Bedingung, abgesehen vom Geld. Ich mach, was Sie sagen. Richtig, Sie machen, was ich sage. Und das Denken für uns beide übernehme ich auch. Diese Gegend hat sich nicht verändert, seit die hier Frau ohne Gewissen gedreht haben. Was gedreht? Frau ohne Gewissen. Genau hier in diesem Viertel. Paramount, 1944. Edward G. Robinson, Barbara Stanwyck und Fred McMurray. Kann sein, dass ich es im Fernsehen gesehen habe. Ja, wie die Stanwyck mit dem Kettchen am Fuß die Treppe runterkommt und wie Edward das G. Haus. Robinson... Welches Haus? Sie sind an unserem Haus vorbeigefahren. Ich weiß. Aber warum? In diesem Geschäft ist es besser, nicht direkt vor dem Haus zu parken, in das man rein will. Ach so, verstehe. Wie gesagt, das Denken für uns beide übernehme ich. Sagen Sie, hat Ihr Vater jemals bei einem Film mit John Wayne zu tun gehabt? Weiß ich nicht genau. Das wissen Sie nicht? Was hat er gesagt? Ich glaube, das war Polnisch. Es klang wie Koperta. Ich verstehe es nicht. Vater! Vater! Tut mir leid, Elsa, aber wir können ihm nicht mehr helfen. Oh Gott. Oh. Okay, ich rufe die Polizei. Wenn die hier sind, rede nur ich, klar? Gehen Sie lieber nach nebenan. Ist besser für Sie. Machen Sie einen Kaffee. Hören Sie, Elsa. Sie sind klasse. Mumm haben Sie. Ich trinke meinen schwarz mit einer Menge Zucker. Kurz darauf wimmelte es im Haus von Horst Borsch nur so von Bullen, Reportern und Fotografen. Lieutenant Marion Bambera vom Morddezernat führte die Untersuchung. Bamberas Gesicht sah aus, als ob es irgendwann mal mit einer eisernen Bratpfanne bearbeitet worden war. Sergeant Horace Hacksaw arbeitete mit ihm zusammen. In der alten Zeit wäre Hacksaw von Ned Pendleton gespielt worden. Hey, waren Sie mal beim Film? Haben Sie vielleicht irgendeinen Verwandten, der beim Film war? Ein Agenten. Wie heißt Ihr Lieblingssong? Glauben Sie an Geister? Sind Sie verheiratet? Haben Sie vielleicht mal den Film Casablanca gesehen? Hatten Sie Angst, als dieser Gangster auf Sie losgeballert hat? Meine Kanone war größer. Los jetzt, raus! Wer von euch nicht zur Kripo gehört, raus! Also los, Herrschaften, raus mit euch, Interview beendet. Vielen Dank, Gentlemen, jetzt ist Schluss. Danke, Gentlemen. Moment, die nehme ich. Sind das die Kanonen von dem Überfall? Ja, wenn es die aus meinem Wagen sind. Die kommen in unsere Sammlung. Die Party ist vorbei. Kommen Sie morgen früh ins Präsidium. Und legen Sie möglichst nicht noch jemand um, wenn es nicht absolut notwendig ist, okay? Kommen Sie, Heck. Ich gab Elsa ein paar Schlaftabletten, sagte ihr, dass wir uns morgen sehen würden und steckte sie ins Bett. Dann kippte ich ein paar Gläser von dem Schnaps, der Horst Borsch gehört hatte, und schlief ein, wo es ihn erwischt hatte. Am nächsten Morgen schaute ich mal bei Bambera rein. Er sagte mir, der Name des toten Gangsters sei Joe Kango gewesen. Bambera wartete noch auf die Fingerabdrücke von den 38ern. Haben Sie Nicky schon gefunden? Noch nicht, Mutter. Was haben Sie bloß die ganze Nacht getrieben? Suchen Sie nach ihm! Ja, Mutter. Das ist hier wie in einem Bienenstock. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Machen Sie einfach gar nichts. Hier ist ein bisschen was zu knabbern. Oh, danke. In der Zeitung ist übrigens ein schickes Bild von Ihnen. Sie sind berühmt. Nicht schlecht. Sie haben ja einen neuen Trenchcoat. Ja, der alte war von Kugeln durchsiebt und von Schießpulver versenkt. Haben Sie was dagegen, wenn ich das Büro dekoriere und ein paar Bilder von meinem Lieblingsfilmstar aufhänge? Wer ist das? Burt, wer sonst? Ist in Ordnung. Burt Lancaster ist große Klasse. Er war eine Wucht in brutaler Gewalt. Übrigens, eine Dame wollte Sie sprechen. Ich habe Sie in Ihr Büro verfrachtet. Okay. Burt Lancaster. Sie sah nicht direkt wie Jean Tierney aus, aber verdammt ähnlich. Ähnlich genug. Die Augen ein bisschen chinesisch, sehr rote Lippen, die Zähne ein Hauch zu groß und sehr schöne lange Beine. Mr. Marlowe, ich komme zu Ihnen, weil ich ziemlich verzweifelt bin. Aha. Ich bin bereit, Ihnen $500 zu zahlen. Ich bin bereit, Sie anzunehmen. Ich bin Gina Anastas.
Mein Vater ist Alexander Anastas. Sie haben von ihm gehört? Der Commodore? Ja, er ist einer von den griechischen Superrädern, von denen immer mehr auftauchen. Haben Sie den Burschen schon mal gesehen? Ich meine den links. Nein, habe ich nicht. Na ja, ist doch ein anderer Fall. Erzählen Sie mir von Ihren Sorgen.